B-Stammtisch. Ganz vergessen zu sagen, eigentlich wollte ich sagen, beim ungeschlagenen FC-Stammtisch. Im Gegensatz zu Düsseldorf haben wir ja noch nicht verloren. Aber wir haben natürlich auch noch ernsthafte Themen zu besprechen. Christopher Schorch ist ja heute bei uns und er hat in den letzten Jahren, ich meine, man muss ja mal sehen, was du für eine Karriere hattest, Christopher. Nicht hattest, du hast sie ja zum Glück noch vor dir, aber die bisherige halt. Und du bist ein Riesentalent in Berlin, Jugendnationalmannschaft, Juniorennationalmannschaft, hast da mit Spielern gespielt, die heute A-Nationalmannschaft spielen. Bist dann in Berlin auch irgendwann gegangen nach Madrid, Real Madrid. Da hieß es erste Mannschaft, dann zweite Mannschaft und bist dann zum ersten FC Köln gekommen. Hast dich also nochmal verbessert. Also bist sozusagen immer weiter, hast interessante Vereine jetzt natürlich erlebt. Und dann kam jetzt die ganze Geschichte mit deinen ständigen Verletzungen. Ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Wie bilanzierst du deine bisherige Zeit beim ersten FC Köln? Weil darum geht es ja heute. Ja. Wie viel Zeit haben wir? Das ist die Frage. Nein, also ich muss eins sagen. Bei all den Verletzungen, die ich hatte, ne, was wirklich teilweise. Also manche haben zu mir gesagt, spiel Lotto, weil die Verletzung, die ich mir geholt habe, die Hutze einmal in, weiß ich nicht wie viele Menschen, die sich das holen. Aber ich habe halt das Glück hier in Köln und habe es mir halt geholt, warum auch immer. Aber eins muss man halt, darf, will ich halt sagen, dass ich halt trotzdem, trotz der all der ganzen schweren Zeit immer sehr positiv auf den FC blicke und immer noch denke und immer noch, na, ich wurde Fan, muss man dazu sagen, weil ich halt wirklich teilweise mich dann das Glück hatte, vielleicht auch, wo ich verletzt war, halt die Fans, die kamen halt unglaublich auf mich zu, haben mich halt unglaublich auch immer wieder aufgebaut, haben mich eingeladen, dann stand ich da mitten auf der Süd und ja, auf einmal schießen die Tore, ich wusste nicht, was abgeht und dann flippen die da aus und schubsen und rennen nach unten zum Zaun und ich dachte, was ist denn jetzt los? Ne? Hab mich nur irgendwie... Du hast dich nicht dabei verletzt. Nee, das wäre jetzt zu einfach zu sagen. Nein, also meine Bilanz, ich kam hierher von Madrid, war halt so, dass halt unter Soldo jemand mich unbedingt wollte, ne? Michael Mayer auch, der mich halt unbedingt haben wollte und da habe ich gesagt, komm, du gehst nach Köln, obwohl Madrid wollte mich ja gar nicht weglassen. Das war ja mein eigener Wunsch, weil ich halt... Die haben mich halt nicht umsonst mit einem 5-Jahres-Vertrag damals ausgestattet und das jetzt klarzustellen, habe in der ersten trainiert, habe in der zweiten gespielt damals mit 17, die waren halt zweite Liga, was halt für einen 17-Jährigen perfekt war. Wenn du einmal das Angebot hast, dann musst du das annehmen. So, Madrid-Zeit war super, will ich auch nicht missen, das war, um menschlich zu reifen, als Fußballer zu reifen, dann bin ich nach Köln gekommen, habe ja unter Soldo meine Spiele gemacht, zwar nie auf der Position, die ich am liebsten spiele, als Innenverteidiger, sondern immer als Rechter. Was teilweise schwierig war, weil ja unser Mittelfeld nicht wie jetzt, wenn man sieht, ein junger Sechser und ein bisschen erfahrener mit Lehmann. Unser Mittelfeld damals war ja zusammen 80 Jahre mit Maniche und Petit. Wo du halt wirklich unglaublich viel machen musstest, ne, in der Defensive, weil dir natürlich läuferisch das... Du musst den Rollator schieben für dich. Oder? So schlimm war es nicht. Aber. Nein, es war halt schwieriger zu spielen. Ne? Wir hatten halt eigentlich eine sehr gute Mannschaft. Wurde halt immer gesagt, ist es nicht so, aber wir fanden halt als Spieler, wir haben viel zusammen gemacht, hatten eine gute Stimmung eigentlich immer. Wo natürlich damals war die mediale Seite schon noch extremer. Ne? Das hat sich ja jetzt alles, sagen wir mal, zum Positiven langsam. Ne? Klar hauen die ab und zu mal noch drauf, was sein muss. Und ja, dann kam halt diese blöden Verletzungen beim Nationalmannschaftsspiel, wo ich nie hätte hin sollen, weil ich ja, wir hatten mit, ich weiß nicht, haben wir gegen Leverkusen unentschieden gespielt, aber... Was, da wo du das Trikot anhattest? Ja, ja. Ja, da haben wir ja auch groß aufgehangen hier beim Stammtisch, ja, also da auch. Warst du ein großes Thema hier. Ja, genau, ich hatte auch ein großes Thema mit dem DFB. Egal. Nein, wie gesagt, da war ich bei dem Spiel und damit fing eigentlich die ganze Misere an. Ja. Und nach so einer schweren Verletzung war ich eigentlich relativ schnell wieder zurück. Und dann ist es schwierig, einfach bei einem neuen Trainer, weil da war ja wieder ein neuer Trainer. Dann kam wer da gerade war, Solbakken? Der kam da Solbakken. Ah, ja. Okay. Dann kam er mit seiner Art, die ja, schon ne, norwegisch war. Schwierig. Ich denke gerade an meinen letzten IKEA-Einkauf. Das war zwar Schweden, aber auch skandinavisch. Aber also, norwegisch, wie kann man das verstehen? Naja, ist halt ein schwieriger Typ gewesen für mich halt jetzt, weil eigentlich... Ich war ja, bis vor meiner Verletzung habe ich ja wirklich sehr viel gespielt und auch, ja. Ich würde sagen, auch relativ ordentlich. Ich will jetzt hier nicht irgendwas sagen, super, aber ordentlich, ne, bei der Konstellation. Und ja, und dann, wenn du dann direkt die Pistole auf die Brust kriegst und gesagt bekommst, Junge, mit dir wird das nichts oder dich will ich nicht oder obwohl er mich gar nicht kannte und dann ein Sportdirektor dich aber pusht und sagt, du musst hier bleiben, du darfst nicht wechseln,
und das halt dann wirklich bis zum 31.08., bis zum letzten Tag der Transferfrist ausgelotst wurde zwischen den beiden. Du bist dann so ein bisschen das Bauernopfer. Der Sportdirektor will dich nicht gehen lassen, aber der Trainer sagt, nee, ich spiele nicht, vielleicht wäre er dem Sportdirektor nicht mochte. Ne? Das war halt so ein Zwischending, dann bin ich halt in Osten nach Cottbus, ja. Was halt für mich halt das einzig logische Wechsel war. Da war Pele, ne? Super, super Typ, also zum Beispiel wegen vorhin Trainer, Stöger ruhig, da hat man Wollitz, das ist ein... Im Gegenteil von ruhig. Ja, alles andere ist emotionslos, ne? Aber für mich halt war genau der richtige Schritt, habe da gespielt. Und dann, wie es wieder sein sollte, wenn ich gerade den nächsten Schritt machen sollte, kam wieder was dazwischen. So, und dann stehst du langsam da und denkst natürlich auch, na, also, um das alles abzukürzen, meine Zeit in Köln war schwer, aber trotzdem sehr schön. Ja, das freut uns natürlich zu hören, dass du trotzdem noch, also das ist auch so verwunderlich, man muss sagen verwunderlich, weil ich kann mich da an Sachen erinnern, da war mal eine Weihnachtsfeier, die man wohl vergessen hatte, dich einzuladen und so weiter, müssen wir jetzt nicht alles nochmal aufarbeiten. Deswegen habe ich mich echt gewundert, du hast gerade eben gesagt, du bist hier Fan geworden, das spürt man auch, also man sieht es auf deinem Facebook-Eintrag und sonst was, dass das auch nicht aufgesetzt ist und so, deswegen habe ich das ein bisschen verwundert, weil es war ja nicht immer einfach mit all den Leuten hier beim FC. Natürlich nicht, aber was mal war, das war. Ne? Wie gesagt, was da alles schiefgelaufen ist und was vielleicht passiert ist. Und ich selber habe dann irgendwann auch aufgehört, darüber nachzudenken. Ne? Wenn ich nur darüber nachdenke, was alles schiefläuft, dann kann ich nicht schlafen. Und deswegen sehe ich halt immer die schöne Zeit hier in Köln. Ne? Ich sehe das immer, wenn ich erinnere mich gerne, gucke gerne mehr so Highlights an Spielern, wo wir halt wirklich als Mannschaft vor der Süd standen oder wo Fans teilweise bei uns am Geisburgheim waren und uns bejubelt haben und sowas alles. Wenn ich in der Stadt Essen bin und die Leute sagen, ey, Hacke Schorsch oder irgend sowas, ne? Wenn die, wie die Verrückten, das muss man mögen. Ich liebe das hier, ich habe hier meine Frau auch kennengelernt, ne? Habe hier geheiratet in Köln, bin jetzt 4 Jahre hier und wie gesagt, eigentlich will ich nicht weg. Ne? Deswegen bin ich mal gespannt, weil viele mich auch fragen, wo es hingeht und was machst du? Und bleib doch hier und... Pass auf, die Viktoria sucht sich immer einen Herbstspieler. Ich hatte, Wollitz ist ja auch noch da, also von daher. Kann man schon was sagen oder gibt es Kontakte oder bist du noch so in der Abwartehaltung, wie man so schön sagt? Nein, also es gibt zwei interessante Sachen. Die eine, die ist für mich am besten. Das kann ich leider nicht so sagen, aber es ist nicht weit von hier. Okay. Nix in Richtung da und nicht in Richtung da. Also nicht da, wo die Kartoffeln angepflanzt werden oder so. Nee, nicht da, wo ich das T-Shirt angezogen habe und nicht da, wo die man überhaupt nicht mögen. Okay, dann bin ich ja schon beruhigt. Der Rest ist ja, glaube ich, noch zu ertragen. Wir bleiben wahrscheinlich in Köln. Ja, in Köln. Interessant. Ja, gut, also... Kann man noch mehr sagen, wenn wir noch 10 Minuten dranbleiben, sagt das vielleicht. Gib dir mal richtiges Bier. Willkommen zurück beim FC Stammtisch. So, damit wir hier alle noch richtig fit bleiben, würde ich sagen, Gaffel am Dom hat einen Aussieben. Wir trinken auf den ungeschlagenen 1. FC Köln. Prost zusammen. Prost. Prost. Wir müssen mit Gaffel probieren. Ja. Die beiden Sportler natürlich wie immer. Ohne Alkohol, also alkoholfrei. Prost. Nino, wir kommen natürlich jetzt mal zu dir und der nächste Grund ist natürlich nicht so erfreulich gewesen. Wir haben ja alle in diesem Jahr einen großen Verlust erlitten, du natürlich besonders. Du hast deinen Vater verloren im Juni, der aber ja, vielleicht die FC-Legende schlechthin war, muss man jetzt leider sagen. Es hat eine große Anteilnahme gegeben, eine große Welle der Anteilnahme, so wie ich sie mitbekommen habe, als ich die Nachricht bekommen habe. Das hat mich auch aus den Schuhen gehauen, ganz Köln, aber auch darüber hinaus. Wie habt ihr diese Zeit jetzt danach wahrgenommen? Ich meine, da gab es ja auch einige Dinge, die öffentlich waren. Ist natürlich, wo mir dann immer noch die Erpelpelle kommt, war natürlich der Ehrenapplaus im Stadion, beim Düsseldorf-Spiel. Ja, wie habt ihr die letzten Monate überstanden? Also wir sind eigentlich auch nie allein gelassen worden, von Anfang an schon, seitdem der Vorfall passiert ist. Damals Präsident Overath noch sich direkt gemeldet, Bernd Kohlmann, Stefan Engels sowieso. Und jetzt gerade auch in der letzten Zeit kam dann doch auch ein bisschen überraschend, dass Vater so schnell dann verstorben ist. Aber meine Mutter und ich sind eigentlich nie alleine gelassen worden und sind immer unterstützt worden. Und gerade auch vom jetzigen Präsidium Werner Spinner, Alexander Werle, Toni Schumacher waren 2 Tage oder in der Woche vor der Beerdigung als Delegation in Euskirchen bei meinen Eltern zu Hause. Wie gesagt, wir sind nie alleine gelassen worden. Es war eine schwere Zeit.
Es war schon klar, mit der, jetzt mal auf die Fußballschule zu kommen, es war schon klar, dass die Fußballschule nach dem Heinz benannt werden sollte, weil ich auch eine Riesengeste vom 1. FC Köln fand. Die Idee stammt ja von Toni Schumacher und hat uns dann ein bisschen abgelenkt, war ja dann auch eine schöne Sache, weil ich denke mal, der Heinz, so bescheiden und ehrlich und aufrichtig wie er war, hätte sich, glaube ich, über diese Aktion sehr gefreut, obwohl er wahrscheinlich auch gesagt hat, erst, nee, lass mich damit in Ruhe, aber er wäre schon sehr stolz gewesen. Und aber wie gesagt, jetzt, du hast es gerade schön angesprochen, ob das in irgendwelchen sozialen Medien sind oder ob es Anteilnahmen, SMS waren, Anrufe waren, Briefe waren, wie auch immer. Die Anteilnahme war riesengroß und die hat uns auch Kraft, die hat uns Mut gegeben, die hat uns gestärkt, gerade meine Mutter und ich. Und gerade auch, wie auch bei dem Benefizspiel im letzten Jahr, Ehrenspiel, ja. Genau, eigentlich ein Ehrenspiel, da hat man eigentlich auch gesehen und ist einem nochmal richtig bewusst geworden, welchen Stellenwert der Heinz nicht nur beim FC hat. Wie gesagt, alte Internationale wie Hannes Löhr waren besuchen, Hans Schäfer waren besuchen, Kalli Thielen waren alle da. Der Bernd Kuhlmann hat auch immer dafür gesorgt, dass die Leute zum Heim fuhren. Ich würde jetzt einen vergessen, Harry Konopka, waren alle da. Roger van Gool ist aus Belgien gekommen, also das war schon Wahnsinn. Aber so die Anteilnahme, was mich bei dem Ehrenspiel sehr stolz gemacht hat, ein Klaus Fischer, ein Hannes Bongartz, ein Jürgen Grabowski konnte leider nicht mitspielen, der kommt aus Frankfurt. Ein Hansi Müller lässt ein Spiel vom VfB Stuttgart, Altinternationale, sausen um. Der ist mit dem Zug hin und her gefahren, mit dem ICE. Welchen Stellenwert der Heinz im Fußball Deutschland hatte und jetzt auch die Schreiben, die gekommen sind, das war schon ein absoluter Wahnsinn, muss man sagen. Ich glaube, das hilft einem dann auch ein bisschen, obwohl das natürlich diesen Verlust niemals irgendwie aufwiegt, klar, auf der anderen Seite. Aber ich glaube, da wird es einem nochmal bewusst, was das natürlich, was der denn für den Verein getan hat, der Heinz Flohr auf der einen Seite, wie aber auch die Menschen erreicht hatte. Ich glaube, die Wucht des Vereines, Christopher, die spürt man in solchen Momenten wieder besonders. Natürlich. Also auch wenn du ihn natürlich vom Alter her nicht kennen kannst. Nein, der Name sagt jedem was, mir auch. Also ich persönlich kann natürlich noch keine, ich hatte ihn vom Sehen her und alles sowas, aber wie gesagt, wo ich das gelesen habe und wie schnell das auf einmal ging, das hat mich selber überrascht. Es war irgendwann klar, glaube ich, ne, dass der Zeitpunkt kam, aber man hoffte immer, dass es so spät wie möglich kam. Aber ich sag mal, wenn man so eine Anteilnahme bekommt und was alles für ihn gemacht wurde und wer alles da war und ach, was geschrieben wurde, dann sieht man, dass er nicht nur ein wahnsinnig begnadeter Fußballer war, sondern auch ein unfassbarer, toller Mensch, dass man so die Menschen erreicht. Das macht nicht jeder für irgendjemanden, nicht jeder macht sowas. Und also ich fand das einfach unglaublich. Das zeigt ja, wie gesagt, diese Wucht, die ja, wie gesagt, dieser Verein auslöst mit seinen Menschen, mit einer Legende, wie sie Heinz Flohr ja nun mal war. Sogar Uli Hoeneß war am Krankenbett, als es ihm dann damals nicht, also der war ja einmal da, glaube ich. Einmal da, ja. Ja, also ich meine jetzt mal unabhängig von irgendwelchen Steuerkram, dann lassen wir heute alle mal weg. Eigentlich auch eine Riesengeste. Die beiden haben sich gut verstanden. Ja, die haben sich sehr gut verstanden. Ich habe mich auch immer gewundert, so, der Heinz war ja auch nicht so einfach. Er war schon so auf seine Art ein bisschen schwierig. Er war ein Funskerl, wie Schorsche gerade auch sagt. Das muss man auch hervorheben. Er war ein sehr, sehr feiner Mensch, sehr bescheiden ja auch. Hat nie so den Großen rausgekehrt. Und mich hat das überrascht, wenn wir, was weiß ich, 88 hier bei der Europameisterschaft sind wir in Düsseldorf. In der Halbzeit steht auf einmal der Günter Netzer neben uns. Ich kann dann ja auch nur aus dem Fernsehen. Und die sind da am Flachsen, als wenn die besten, also waren auch gute Kumpels. Der Jupp Heynckes hat jetzt geschrieben, also Uli Hoeneß war da. Also das, so Leute, die ich eigentlich auch so als schwierig eingeschätzt habe, da hat der Heinz ein super Verhältnis immer mit gehabt. Und wir, jetzt nochmal gerade zu dem ersten Punkt nochmal zurückzukommen, ja. Mit dem Ehrenapplaus, die Jungs dann auch mit dem Trauerflow zu sehen und jetzt dann noch mit der Nationalmannschaft die Gedenkminute dann noch, ne, von der deutschen Nationalmannschaft her, also das war sehr rührend und hat mich also auch sehr stolz gemacht, muss ich sagen. Wie gesagt, es sind viele damals nur Fan geworden, weil sie von Heinz Flohr völlig inspiriert worden. Hier sitzt einer, also absolut. Aber hier sitzen auch noch viele andere und ich glaube, einen kleinen Ehrenapplaus werden wir auch hier hinkriegen. Ja, für heute habe ich mich zu bedanken. Hat mich wirklich sehr gefreut. Es war ja heute drei Neulinge, die das erste Mal hier sind. Hat man eher selten. Deswegen umso schöner, dass es eine wirklich interessante Runde wurde. Christopher, dir ganz herzlichen Dank. Alles Gute für deine weitere Zukunft. Natürlich auch für dich, Nino. Und auch dir, Philipp, lieben Dank, dass du da warst. Euch vielen Dank, dass ihr hier wart. Nächste Woche geht es weiter. Eingeladen haben wir. Schauen wir mal, ob es klappt. Jörg Schmadtke ist noch nicht ganz klar.
Wir haben aber auch definitiv klar Markus Höhner und Bastian Kampmann wird als Fan hier sein, der Sänger von Casala. Und dann werden wir hier richtig Gas geben und vielleicht noch nebenbei ein bisschen singen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss zusammen. Danke.